meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist Halloween und ich bin getaggt worden zu einem Gruselbücher-Tag. Und da mache ich natürlich sehr gerne mit, auch wenn ich überhaupt kein Halloween-Feierer oder Fan bin. Aber ich habe jetzt mal meinen Hexenhut herausgekramt und zeige euch gerne Bücher, die passend zu den Fragen zu diesem Grusel-Tag sind. Ich hoffe, ihr freut euch. Es sind ganz tolle Bücher dabei, die eben gar nicht ins Horror- oder Grusel-Genre gehen, denn das ist einfach gar nicht meins. Aber die Fragen sind so klug gestellt worden, dass sie auch sich mit ganz hervorragenden anderen Büchern beantworten lassen. Wir starten direkt mit der Frage 1, das Spiegelkabinett. Zeige ein Buch, das ein Thema in den Vordergrund stellt, vor dem du schon von klein auf Angst hattest. Ja, hier geht es einfach um die Urangst, die man als kleines Kind hatte. Und meine Urangst war eigentlich nur, meine Familie zu verlieren. Dass meinen Eltern irgendwas passiert, meiner kleinen Schwester oder auch den Haustieren. Aber ich habe jetzt einfach mal passend zu diesem Thema Angst vor Verlusten zwei Bücher mitgenommen, in denen es genau darum ging. Einmal von Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. In diesem Buch muss ein kleines Mädchen namens Kia langsam aber sicher Abschied nehmen von ihrer Familie, denn zuerst verlässt der Vater die Familie und später auch ihre größeren Geschwister. Und dann auch die Mutter. Und sie muss ganz alleine in dem Marschgebiet der USA, in diesem Flussgebiet, zurechtkommen und alleine aufwachsen sozusagen. Es ereignet sich hier auch noch ein Mordfall, der das ganze Dorf, an dem Kia immer mal wieder vorbeifährt, anlegt, um selbst gesammelte Muscheln und so weiter zu verkaufen, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Dieses ganze Dorf ist in heller Aufregung. Und es geht hier ums Erwachsenwerden, auch um erste Liebesgefühle und ja. Aber Kia muss, wie gesagt, ihr junges Leben alleine bestreiten. Und das wäre für mich eine Horrorvorstellung gewesen. Ebenso geht in dieselbe Richtung ein Buch, was ich nicht oft genug in die Kamera halten kann. Ich liebe den Schreibstil von William Kent Krüger. Für eine kurze Zeit waren wir glücklich. In diesem Buch geht es um ein Geschwisterpärchen, also zwei Jungs, die so im heranwachsenden Sturm- und Drangalter sind, so um die 13. Und in einem Sommer kommt in ihren Heimatort, also das ist New Bremen, also auch die USA, eine Mordreihe, eine Todesreihe sozusagen, und es sterben Menschen, ob durch Gewalteinwirkung, durch Selbstmord oder eben ja durch andere Dinge, die ihr dann hier lesen müsst. Das ist so, dass die Jungs immer irgendwie zur richtigen Zeit am falschen Ort sind und was davon mitbekommen, und ja, irgendwann macht dieses Sterben auch vor der Familie der beiden nicht mehr Halt. Und ebenfalls war das ein absolutes, absolutes Highlight. Ich habe diesem Buch 5 Sterne plus gegeben, mochte es unheimlich gerne, weil der Schreibstil so unfassbar schön ist und weil ich so gerne bei diesen Jungs und bei diesem Dorfleben hier dabei war. Ja, und es hat eine Tiefe gehabt und eine wunderschöne Sprache. Deswegen ein Buch, was unbedingt nochmal gezeigt werden sollte. Für eine kurze Zeit waren wir glücklich. Die zweite Frage dreht sich ums Thema Hexen. Zeige ein Buch, in dem ein Protagonist sich gegen falsche Behauptungen wehren muss oder die Position eines Außenseiters Sonderling hat. Und da ist mir sofort eine Figur eingefallen, die sehr stark im Fokus der Ermittlungen steht, aber auch, wo das ganze Dorf, die ganze Gemeinschaft sich sozusagen gegen ihn eingeschworen hat. Und zwar spreche ich von Harry Cabot. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot von Joel Dicker war eins meiner allerliebsten Bücher im letzten oder sogar schon vorletzten Jahr. Ich habe das so verschlungen. Es ist unfassbar dick und trotzdem war es auf keiner einzigen Seite für mich langweilig. Ich habe es so gern gelesen und würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr weiß, wer es war, hier nochmal meine Nase reinzuhalten. Ja, es geht nämlich darum, dass der erfolgreiche Schriftsteller Harry Cabot sich in sein Sommerhaus in den Hamptons sozusagen zurückzieht, möchte dort wieder ein neues Buch schreiben, und bei Bauarbeiten in seinem Garten wird eine lang vermisste junge Frau gefunden, nämlich Nola, und zwar eben als Leiche, als Skelett. Und ganz, ganz schnell ist sich das Dorf und auch die Polizei einig, dass Harry Cabot damit was zu tun haben muss, denn A ist sie in seinem Garten gefunden worden und B sagte man ihm vor vielen, vielen Jahren ein Verhältnis zu Nola nach.
Und sie war bis dato spurlos verschwunden, taucht jetzt wieder auf. Und was das Ganze dann mit Harry Cabot zu tun hat, das versucht Marcus Goldman, einer seiner ehemaligen Studenten und eigentlich mit sein bester Freund, herauszufinden. Denn er ist felsenfest von der Unschuld Harry Cabots überzeugt. Die dritte Frage ist der Clown. Gibt es in deinem Regal ein Buch mit einem bunten, fröhlichen Cover, hinter dem sich eine traurige, düstere Geschichte verbirgt? Ja, das war meine Frage. Ich habe mehrere solcher Bücher im Angebot, weil ich ja sehr gerne tiefgründige Geschichten lese, die irgendwie halt so einen gewissen Tiefgang haben, die vielleicht auch ein sensibles Thema behandeln. Das ist genau meins und da habe ich natürlich einige. Ich zeige euch jetzt einfach mal stellvertretend drei Stück und das im Schnelldurchlauf. Der Marianengraben von Jasmin Schreiber, finde ich, ist ein Buch, wo man nicht unbedingt vom Cover her auf seinen Inhalt schließen kann. Das klingt so nautisch mit dieser Tiefe dieses Marianengrabens und es ist eigentlich eine Übertragung auf den Zustand eines trauernden Menschen, dass Trauer eben genauso tief wie der Marianengraben sein kann. Und in diesem Buch lernen wir Paula kennen. Die hat ihren kleinen Bruder Tim verloren. Den hat sie mehr als alles andere auf der Welt geliebt. Und sie ist nach diesem Todesfall ihres Bruders in einer tiefen, tiefen Depression. Und sie begegnet in einer sehr, sehr merkwürdigen Begegnung Helmut. Und zwar ein schrulliger alter Herr. Und dieser kann einen Funken Lebenswillen in Paula wieder entzünden. Und wie die beiden sich treffen, ist allein schon sehr kurios. Helmut selber ist auch sehr kurios. Und die beiden begeben sich sozusagen auf eine Reise gemeinsam. Und ja, Paula taucht eventuell aus ihrem persönlichen Marianengraben auch wieder auf. Dann möchte ich euch noch gerne ein Buch von Rowan Coleman zeigen, 20 Zeilen Liebe. Auch das ist irgendwie, ja, vom Cover her könnte man meinen, einen Liebesroman, hier mit so einem schönen Liebesbrief vielleicht und so ein paar Wölkchen. Aber es geht hier drin um eine Hospizschwester, Stella heißt sie, und sie schreibt im Namen ihrer sehr schwer erkrankten Patienten Abschiedsbriefe sozusagen. Briefe mit Handlungsaufträgen für die Hinterbliebenen, wenn sie denn verstorben sind. Zum Beispiel, dass eine Mutter schreibt an ihre Tochter, sorg dafür, dass dein Vater sich wieder verliebt, wenn ich nicht mehr bin oder solche Sachen. Und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich habe es bis dato noch nicht gelesen, aber es klingt sehr traurig schön. Und ich glaube, dass Rowan Coleman auch eine Autorin ist, die absolut was für mich sein könnte. Denn ihre Geschichten, ihre Bücher sprechen mich von den Klappentexten her immer sehr an. Und ich freue mich, sie mit diesem Buch dann auch irgendwann zu entdecken. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte für diese Frage, ist 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness und Siobhan Dowd. Es ist ein Buch, was schon verfilmt wurde und was eine sehr bewegende Geschichte beinhaltet. Ich finde dieses Cover, das kann man doch als relativ fröhlich durchgehen lassen, dadurch, dass es eben sehr, sehr hell ist und irgendwie, finde ich, passt das einfach nicht so richtig zur Geschichte, denn die ist alles andere als hell. Sie ist sehr, sehr düster. Es sind auch sehr viele Illustrationen hier in meinem Buch drin, die eben auch, zum Beispiel hier seht ihr die Füße, von einem Monster sind. Und das Monster selber, auch hier, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr gruselig steht es hier vor diesem Haus und schaut in dieses Fenster hinein. Und das ist eine Geschichte, die mich tatsächlich zum Weinen gebracht hat. Denn es geht hier darum, den geliebten Menschen loszulassen. Und zwar hier im Fall eines jungen Connor, der seine Mama loslassen muss, die unfassbar schwer erkrankt ist. Und jeden Nacht, 7 Minuten nach Mitternacht, erwartet Connor einen Albtraum. Und dieses Monster, aber was dieses Monster eigentlich von Connor will, das müsst ihr dann selber lesen. Und ja, ob er Abschied nehmen muss von seiner Mama. Ein Buch, was sehr heftig für mich war, was ich mit einem riesen Kloß im Bauch gelesen habe, was aber auch so, so schön war. Ja, das ist eine große Empfehlung für Menschen, die sich mit dem Thema Trauer auseinandersetzen müssen oder wollen. 7 Minuten nach Mitternacht hat mein Herz sehr, sehr bewegt. Dann die nächste Frage. Haunted House. Zeige ein Buch, in dem ein Spukhaus eine besondere Rolle spielt.
Und ich habe so ein bisschen überlegen müssen und ich habe bis jetzt, zumindest in letzter Vergangenheit, nichts gelesen, was irgendwie sich um ein Haus dreht oder ein Spukhaus dreht. Ich habe dann ein Buch, mich erinnert, auf dem Sub liegen, das sich um ein Haus dreht. Und ich glaube nicht, dass es ein Spukhaus ist, aber zumindest spielt es um dieses Anwesen hier. Im Licht des Augenblicks von Garth Stein, also auch noch nicht gelesen. Und ich habe es auch in einem der letzten Tags gezeigt, bezüglich des herbstlichen Covers war das, glaube ich. Hier geht es um Trevor, der seinen Großvater Samuel besucht und fasziniert ist von diesem riesigen Haus, in dem sein Großvater lebt. Es ist das Anwesen der Vorfahren, die Holzbarone waren. Trevor spürt, dass in Riddle House, so heißt das Haus, die Spuren der Vergangenheit allgegenwärtig sind und dass die Bewohner mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben. Ja, da erwarte ich ein großes Haus mit vielen Türen, Toren und Geheimgängen und dass Trevor uns dieses Haus zeigt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ein Highlight wird, denn ich möchte das unbedingt diesen Herbst noch lesen. Die fünfte Frage bezieht sich auf Legenden und Mythen. Und zwar soll ich ein Buch zeigen, das auf einer Legende oder angeblich wahren Begebenheit beruht. Und ich habe jetzt vor kurzem erst beendet einen Kriminalfall, der tatsächlich so stattgefunden hat. Das ist also eine wahre Begebenheit. Und zwar die Detektive vom Boot Bazaar von Deepa Anapara. Ein Buch, wo ich am Anfang nicht gedacht habe, dass es so endet, wie es endet. Ich fand das Buch sehr, sehr gut im Nachhinein. Zwischendurch habe ich gedacht, naja, das wird so ein Drei-Sterne-Ding, hat gute, hat schlechte Sachen. Aber im Nachgang, als ich das zugeschlagen habe, musste ich richtig tief Luft holen. Und wenn man dann bedenkt, dass diese Geschichte auch noch wahr ist, dann macht es das umso schwieriger, finde ich, so ein Buch wirklich zu lesen. Ich finde so True-Crime-Geschichten sowieso immer sehr, sehr ans Herz gehend, wenn man dann bedenkt, dass das wahre Fälle sind. Und ich habe großen Respekt davor, wenn Menschen sich mit diesen Themen intensiv beschäftigen. Hier geht es um drei Kinder, die in einem Bashti, also einem armen Viertel Indiens, leben. Das sind Jai, Fais und Pari. Und die drei sind Freunde und ihr Schulkamerad wird plötzlich ist er von jetzt auf gleich quasi spurlos verschwunden und keiner weiß, ist er entführt worden, ist er freiwillig abgehauen wegen einem Streit zu Hause. Also keiner weiß, wo ist dieser Junge hin. Und die drei gucken gerne Detektivgeschichten, Polizeidokumentationen und so weiter und begeben sich in die Tiefen des bunten, schillernden Boot-Bazars ihres Viertels, um nach dem jungen zu Fahnden zu forschen und begeben sich tiefer und tiefer in ein gewaltiges, gefährliches Netz. Und ja, nach und nach verschwinden hier immer mehr Kinder und irgendwie rückt die Gefahr immer näher an unsere drei Freunde hier heran. Und ich fand das Buch vom Schreibstil her erst so, dass ich gedacht habe, ich bin sehr von so außen vor, schaue mir das Buch durch so eine Glasglocke an, bin nicht so richtig mit in diesen Straßen dieses Boot-Bazars drin, wie ich gerne wäre. Aber dann kommt das Ende und das hat alles hier rausgehauen und ja, ein Buch auf einer wahren Begebenheit, ein wahrer Kriminalfall. Die sechste Frage dreht sich um die Irrenanstalt und zwar zeige ein Buch, das in solch einem Irrensetting spielt oder in dem eine psychische Krankheit thematisiert wird. Und ich habe kein Buch, was irgendwie irrenanstaltmäßig daherkommt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber mich an ein Buch erinnert, wo es um posttraumatische Belastungsstörungen geht und das ist ja im weitesten Sinne auch eine psychische Erkrankung. Und zwar dreht es sich um das Buch Liebe und Verderben von Kristin Hannah. Das Buch spielt in Alaska und das fand ich so, so spannend. Und wir sind in den 60er Jahren. Auch diese Zeit fand ich sehr spannend. Und es geht um eine Familie, die da eben hinzieht, weil sie ein Anwesen sozusagen geerbt haben, direkt in der Pampa in Alaska am Meer. Und zwar sind wir mit Lenora Albright und ihren Eltern, die eben nach dem Krieg mit dem traumatisierten Vater, also er war im Vietnamkrieg, es sind die 70er Jahre, Entschuldigung, ich wollte gerade schon sagen, das passt irgendwie mit dem Vietnamkrieg nicht zusammen, es sind die 70er Jahre. Der Vater, der eben nach dem Krieg sehr schwer traumatisiert ist, der sich
immer wieder in der Heimatsituation, wo er ist, falsch verhält, aneckt, sodass die Familie oft gezwungen ist, irgendwie den Standort zu wechseln, und dann kommt eben dieses Erbe in Alaska und sie ziehen dorthin und hoffen, in dieser Wildnis, in dieser Einsamkeit ja irgendwo Ruhe zu finden, dass auch der Vater sich erholen kann, und es beginnt eine tragische und sehr schwierige Zeit für diese Familie. Warum, müsst ihr dann selber lesen. Lenora ist auf jeden Fall noch sehr jung, hat den ersten Freund dann in diesem kleinen Örtchen, in das sie da ziehen. Ja, und die müssen halt einfach durch diese raue Natur, durch diese Wildheit dieser Landschaft Alaskas, müssen sie ja auf die Hilfe der Ortsansässigen bauen, sind überhaupt nicht vorbereitet auf die harten, harten Winter, die dort herrschen, und die Temperaturen, die dort herrschen, und ja, müssen in ihrer Blockhütte für sich und ihr Überleben sorgen. Und das war für mich ein naturnahes Lesespektakel, wo ich mir einfach dieses Alaska-Setting so unheimlich gut vorstellen konnte. Ja, und was der Vater und seine posttraumatische Belastungsstörung angeht, war das auch ein Buch, was ich als sehr bedrückend und schwierig empfunden habe. Also insgesamt eine Leseempfehlung, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, beziehungsweise einfach mal gerne in das Alaska der 70er Jahre reisen wollt, dann schaut euch mal Liebe und Verderben an. Die siebte Frage dreht sich um den Nebel, und hier geht es um ein Buch mit einer sehr dichten Atmosphäre. Da habe ich mir von Carlos Ruiz Zafón Marina ausgesucht. Ich hätte auch Der Schatten des Windes nehmen können von ihm. Ich finde, er ist der Königsautor, was diese nebulösen Settings angeht. Er schreibt unheimlich dicht, unheimlich atmosphärisch, sehr bewegend, sehr eindrückend irgendwie. Also das ist sehr, sehr spannend, was der Autor schafft mit seinen Geschichten. Und hier in Marina geht es um eine junge Frau, die mit ihrem Vater in diesem Haus hier lebt, und um den kleinen Oscar. Wir sind in Barcelona unterwegs, und Oscar lebt in so einer Art Internat und lernt Marina kennen. Und die beiden freunden sich an, begeben sich so ein bisschen in die Untiefen Barcelonas und finden einen Friedhof und beobachten dort eine ganz in Schwarz gekleidete Frau, die immer wieder stumm zum selben Grab geht, und irgendwann folgen sie ihr und treten somit eine Ereigniskette in Gang, die ja nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist sehr spooky, es ist sehr düster. Marina und auch ihr Vater haben irgendwie sehr viele Geheimnisse, die sie verbergen. Und die Atmosphäre in diesem Buch war sehr düster, und es ist eigentlich mit das gruseligste Buch, was ich sozusagen in letzter Zeit gelesen habe. Hat mir richtig gut gefallen und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn ihr mal generell in den Schreibstil von Carlos Ruiz Zafón reinfühlen wollt. Marina ist nicht sehr dick, kann man sehr gut lesen, und man bekommt einen guten Eindruck von dieser doch sehr dichten Atmosphäre und dieser tollen Sprache, die der Autor hier verwendet hat. Die Gänsehaut. Zeige ein Buch, in dem der Grusel dir so viel Gänsehaut verursacht hat, dass du dich vor Angst nicht mehr auf die Toilette getraut hast. Ja gut, solche Bücher lese ich nicht, solche Bücher besitze ich nicht, aber ich zeige euch einen Autor, der das ganz bestimmt großartig für die meisten kann, und zwar Stephen King. Ich habe hier Mr. Mercedes mal stellvertretend mitgebracht. Das ist kein gruseliger King, kein Horror-King, sondern es ist eine Kriminalgeschichte, die sich um den Fahrer eines Mercedes dreht, der vor einem Jobcenter morgens in aller Frühe in die Menschenmenge rast und dort sehr viele Tote dann zu beklagen sind. Und wir lesen aus der Sicht des Ermittlers, der diesen Fall damals geführt hat und nicht aufklären konnte und heute in Rente ist. Das ist Bill Hodges, und der bekommt eines Tages einen Brief von diesem Mercedes-Killer, und der piekst so ein bisschen in seine Wunde, denn das ist der einzige ungeklärte Fall, den Bill Hodges in seiner Karriere niemals verwunden hat sozusagen. Und der Mercedes-Killer und Bill Hodges liefern sich so ein Katz-und-Maus-Spiel, und wir lesen auch aus der Sicht des Killers, und es ist sehr, sehr spannend, aber eben nicht Horror. Von daher kann ich das auch den Menschen empfehlen, die Kriminalgeschichten gerne lesen, aber keine Horrorgeschichten. Generell ist aber Stephen King, denke ich, da eine gute Wahl, wenn man
sich, ja, wenn man Horrorgeschichten lesen möchte. Nur ich lese das einfach überhaupt nicht gern. Und die letzte Frage dreht sich um die bösen Kreaturen. Also alles mit Vampiren, Zombies, Werwölfen und Co. Und auch da bin ich nicht der erste Ansprechpartner. Das ist einfach nicht so richtig mein Genre. Ich lese schon gerne Fantasy, aber da geht es ja dann irgendwie eher um Elfen, Fae oder was auch immer. Aber mit Werwölfen und Vampiren hat das meistens nicht viel zu tun. Ich habe jetzt aber einfach mal Justin Cronin, der Übergang, rausgesucht, weil ich glaube, dass das Mädchen hier auf dem Cover irgendwie unsterblich wird, glaube ich, in diesem Buch. Und ja, somit irgendwie in die Nähe von Zombie oder Vampir vielleicht kommt. Ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht gelesen. Wenn ihr das genauer wisst, könnt ihr mir das ja sehr gerne mal schreiben. Ich hatte so ein bisschen die Zombie-Apokalypse mit diesem Buch gedanklich verknüpft. Ob das stimmt, kann ich euch aber leider nicht sagen. Hier geht es um Amy, die 6 Jahre alt ist, als sie von 2 FBI-Agenten entführt wird und in einen so ganz geheimes medizinisches Versuchslabor kommt. Und man sucht sehr, sehr lange nach ihr und hat sie jetzt eben als optimale Versuchsperson ausfindig gemacht. Und es soll ein mysteriöses Experiment mit ihr veranstaltet werden, das das Ziel hat, die Menschheit unsterblich zu machen. Genau, ob das gelingt und was mit Amy dann in diesem Versuchslabor passiert, muss ich dann noch irgendwann entdecken. Ja, das ist der Gruselbücher-Tag von mir gewesen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich möchte gerne auch noch jemanden taggen und euch auch empfehlen, der eben in diesem Genre sehr gerne unterwegs ist und viel liest. Und das ist Belletristik Basti, ein neuer Kanal hier auf YouTube. Ich freue mich sehr, dass er mit an Bord ist. Willkommen in unserer BookTube-Gemeinschaft hier, Basti. Ich freue mich immer sehr auf deine Videos. Er ist auch auf Instagram aktiv und ich würde mich freuen, wenn du auch mitmachst. Der Tag geht bestimmt auch noch im November. Und würde mich freuen, wenn ihr mal bei ihm reinschaut. Er ist ein ganz sympathischer und macht tolle Videos und ist schon sehr, sehr professionell dafür, dass er gerade erst begonnen hat. Also schaut bei ihm rein und liebe Grüße an dich, Basti. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Halloween-Abend, einen wunderschönen Tag euch und ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.